meine Schwester Clara und der Löwenschwanz. Eines Tages kam meine Schwester Clara aus der Schule und rief: Mama, Mama, gib mir sofort 5 Mark. Heute Nachmittag gehen wir mit der Klasse in den Zirkus. Gib mir sofort 5 Mark. Wie sagt man, wenn man um etwas bittet? Fragte Mama. Oh, bitte, sagte Clara und bohrte in der Nase. Ja, man sagt bitte. Hast du auch bitte gesagt? Ja, Mama. Clara nickte eifrig. Hast du nicht gesagt? Hast du nicht gesagt? Rief ich. Ich hab's genau gehört. Was hast du gehört? Dass du nicht bitte gesagt hast. Wie kannst du was hören, was ich gar nicht gesagt habe? Etwas, was man nicht sagt, kann der andere auch nicht hören. Ich habe bitte gesagt. Aber ganz leise, sagte Clara frech. Dann sag's jetzt mal lauter, sagte Mama. Bitte, gib mir doch 5 Mark, sagte Clara jetzt ganz laut und sah mich dabei an. Habe ich jetzt bitte gesagt oder nicht? Du armes Würstchen. Das sagt sie immer, armes Würstchen, wenn sie mich ärgern will. Doch, sagte ich, du hast es gesagt, aber jetzt erst. Nun wollte ich auch 5 Mark haben und mit in den Zirkus gehen. Ja, das geht leider nicht, widersprach Clara. Das ist nur für Schulkinder. Und sie streckte mir die Zunge raus. Aber Mama meinte, es würde schon gehen. Sie wollte Claras Lehrerin anrufen. Und so durfte ich mit Claras Klasse in den Zirkus gehen. Am Anfang saß ich ganz brav auf meinem Stuhl und lachte und klatschte wie die anderen auch. Ja, und dann kam der Löwenbändiger mit 6 Löwen und 2 Tigern. Clara zeigte auf einen Löwen und sagte, ah, den Löwen kenne ich. Den habe ich schon mal am Schwanz gezogen. Das konnte ich überhaupt nicht glauben. Ach, du lügst, sagte ich. Du lügst, dass sich die Balken biegen. Nein, nein, das stimmt. Wann war das denn? Wollte ich wissen. Einmal, als ich noch ganz klein war. Ach, stimmt gar nicht. Doch, es stimmt. Ja, und wie war das? Fragte ich wieder. Ja, ich war mit Mama und Papa hier in diesem Zirkus. Und weil du noch ganz klein warst, bist du zu Hause geblieben. Wir haben denselben Löwenbändiger gesehen und auch dieselben Löwen und Tiger, behauptete Clara. Und wie hast du den Löwen am Schwanz gezogen? Bist du denn in den Käfig geklettert? Bei dem Gedanken bekam ich schon Bauchschmerzen. Nein, sein Schwanz, der hing so hinten durch das Käfiggitter. Genauso wie hier. Siehst du das? Ich schaute zu den Löwen hin. Einer von ihnen hatte den Schwanz aus dem Käfig heraushängen. Es kitzelte mich im Magen, als ich das sah. Vielleicht stimmte alles, was Clara erzählte. Clara, kannst du ihn jetzt mal am Schwanz ziehen? Flüsterte ich. Ich möchte sehen, wie du das machst. Nein, jetzt geht's nicht, sagte Clara. Ja, warum denn nicht? Weil unsere Lehrerin da ist. Ich überlegte und sagte dann, ach, du hast ihn gar nicht am Schwanz gezogen, gibst du. Doch, doch, ich hab das getan, weil ich so mutig bin. Im Gegensatz zu dir. Ich kann ihn auch am Schwanz ziehen, wenn ich's nur will, sagte ich trotzig. Ja, dann tu's doch. Dann zeig doch, dass du mutig bist. Wenn Clara sowas sagte, ja, was sollte ich dann tun? Mir liefen Ameisen den Rücken hinunter. Aber dann sprang ich auf, lief zu dem Löwen und tat so, als ob ich an seinem hängenden Schwanz ziehen würde. Ob der Löwe überhaupt was gemerkt hat, weiß ich nicht. Weil nämlich sofort 2 Wärter kamen, mich packten und auf meinen Platz zurücktrugen. Claras ganze Klasse hat darüber gelacht und Claras Lehrerin hat furchtbar mit mir geschimpft, weil das doch so gefährlich ist. Seit diesem Tag ist meine Schwester Clara aber ganz stolz auf mich und sie hat auch zugegeben, dass sie niemals einen Löwen am Schwanz gezogen hat. Wenn sie jetzt mit einer neuen Freundin nach Hause kommt, stellt sie mich immer so vor. Das ist mein kleiner Bruder. Der ist sehr mutig. Er hat schon einen richtigen Löwen am Schwanz gezogen. Stimmt, sag ich dann. Ich mach das auch noch mal.
Das ist natürlich gelogen. Mir würde nicht im Traum mehr einfallen, in die Nähe eines Löwenkäfigs zu gehen. So dumm ist doch nur jemand, der nicht weiß, wie gefährlich das ist.